royale Kurztrip sorgt für Ausnahmezustand in der Stadt. Polizeikontrollen, Warteschlangen, überall Security. Dennoch, die royalen Fans harren geduldig in der prallen Sonne auf. Also er sieht ja sehr gut aus, noch viel besser als im Fernsehen, das muss man ja mal sagen. Nur der Ferne, das ist älter geworden, aber das haben wir ja alle. Ja, ich weiß schon, er ist sehr groß und sehr schlank. Das war schon sehr auffällig. Ne? Und dass er wenig Haare hat, das sieht man auch. Vor allem die Damen sind absolut verzückt und begeistert vom smarten Prinzen. Der 34-Jährige trägt sich derweil ins goldene Buch ein, und zwar mit links. Er hinterlässt ein großes, geschwungenes W für William. Dann der Moment, auf den hier viele hingespitzt haben, das Bad in der Menge. Hände schütteln, Geschenke für George und Charlotte einsammeln, sogar für Selfies ist sich der künftige König nicht zu schade. Ja, ich bin einfach davor, hab mich flossert so also durchgedrängelt, hab ihm die Hand gegeben, die Hand gestreckt und sag, welcome to Germany. Und er gibt ihm mal die Hand und sagt danke. Wahnsinnserlebnis. Ob die Kanzlerin ähnlich begeistert war? Immerhin hat sie seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf dem roten Teppich. Beim Festakt verspricht die Nummer 2 der Thronfolge, die gute Beziehung zu NRW, zu Deutschland soll erhalten bleiben. This partnership. Und diese Partnerschaft wird weiter bestehen, trotz der Entscheidung Englands, aus der Europäischen Union auszutreten. Er begeistert die Menschen und ist begeistert vom herzlichen Empfang. Da er selbst Hubschrauberpilot ist, interessiert er sich vor allem für die Luftaufnahmen. Er hat bei den Filmeinspielern mit dem NRW von oben immer gefragt, was das ist. Und er hat gesagt, oh, ist das schön, wo ist das, was ist das? Und ich habe versucht, immer kurzweilig noch die einzelnen Informationen reinzugeben. Und ich glaube, er hat ein gutes Bild bekommen. Die Chancen, dass er wiederkommt,